Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 12.09.2024. Und unser DAX, ja, der hat ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt zum Donnerstag. Wobei, was heißt eher blöd aus der Wäsche geguckt? Wahrscheinlich eher mehr die meisten von denen, die davor saßen, haben blöd aus der Wäsche geguckt. Wir hatten sicherlich zu Beginn noch alle ein bisschen so Aha-Effekte. Ja, also wenn ich da denke an den tiefen Start bei 300, hat man besprochen, als Vorlage nach oben zu gehen. Hat er genutzt, ist tief reingekommen, exakt von der 300, hochgestartet in die 360 rein. 360, 380 hat man gesagt, wäre so diese Entscheidungszone am Donnerstag auf der Oberseite, nee, am Mittwoch auf der Oberseite, von der er sich dann entweder richtig nach unten dreht oder nach oben durchreicht, in die 440 und sogar 530 hoch. Die 360 hat er auch angenommen und auch nach unten durchgespielt, bis sogar auf ein neues Tagestief. Also beide Szenarien, die wir besprochen haben, relativ früh schon angenommen, aber nichts davon zu Ende gebracht. Ja, also die Idee war ja 300 runter und dann eben hoch bis in die 530. Ich meine, gut, im Nachhinein betrachtet, da hat er es letztendlich ja sogar gemacht, aber hat ja keiner so handeln können. Ja, mit neuem Tagestief und so weiter, was ja ausgestoppt und fertig ist. Also nichts davon gehabt und andersrum letztendlich genauso. Ja, wenn man hier die 360 Short genommen hat, waren definitiv ein paar Punkte drunter, dann ging es aber nochmal drüber in die 440 rein, dann aber wieder runter auf die, ja, komische Marke gewesen hier, 210, ja, von dort dann wieder komplett die Bude zurück. Und jetzt steht er letztendlich wieder so, dass man hier so ein bisschen diese 530 anzählen kann und man auch bei aller Liebe zum Seitwärts und zu der ohnehin ja erwarteten Seitwärtswoche, man hier aber sagen muss, dass es doch langsam deutlich nach einer Stabilisierung und vor allen Dingen nach einem Aufdrehen aussieht. Ja, also so eine richtig, könnte ein Rounding Bottom hier werden oder sowas, SKS, das hier lässt sich wirklich mehreres reinlesen, was jetzt aber in der Konsequenz eher wie meine Maus so anzeigt, ihm dann wieder nach oben hin den Raum gibt. Ja, egal welches Pattern ich anlege, ob SKS, oder inverse SKS vielmehr, ja, oder Rounding Bottom oder was auch immer alles, würde er hier dann wieder Richtung die Hoch zeigen. Und deswegen dürfte es sehr interessant werden, wie er zum Donnerstag gehandelt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zu Beginn vielleicht in die 530 reinschießen. Die haben wir nun ein paar Mal schon erwähnt. Er hat sie eigentlich nicht ein einziges Mal angenommen, als wir sie erwähnt haben. Wäre demzufolge nach einfach noch offen auf der Abarbeitungsliste. Er hat ja ansonsten relativ markentreu die Woche immer wieder angenommen, was wir hier haben wollten. Das heißt, 5,30 könnte ich mir vorstellen, von dort vielleicht eine rote Stundenkerze wieder runter bis gut und gerne hier wieder in die Entscheidungszone vom Mittwoch, die 3,80, 3,60 rein. Dort würde ich mal genau hingucken, ob er sich wieder aufdreht, weil als Kombination, ich sage mal, auf dieses Formationsbewegen hin, wäre es schon denkbar, hier oben rein, nochmal zurück und dann von dort gut und gerne schon bis in eine 18,700 rein. Ja, also sowas wird auf der Oberseite hier durchaus reinpassen. Würde Sinn ergeben, könnte ich mir vorstellen. Ja, Punkt. Soweit die Betrachtung der Oberseite. Das heißt 5,30, runter auf 3,80, 3,60 und wieder hoch. Wäre ein schönes Pattern für den Donnerstag. Mir wäre eben bloß wichtig, dass auch ein Signal nach unten kommt. Also ich würde jetzt nicht pauschal in die 5,30 reinshorten. Ja, also da brauche ich definitiv ein Umkehrsignal drin. Nicht, dass er jetzt einfach mit dem grünen Stundenkerzen durchsteigt und sich hier die Stops holt, die hier über den Hoch liegen, 600 und 670. Ja, und deswegen Umkehrsignal abwarten. Wenn nicht, ist er eher nach oben orientiert und könnte sich hier noch ein paar Punkte holen, sofern er denn da überhaupt hingeht. Tut er das nämlich nicht und drückt sich jetzt hier ganz knapp mit einem tieferen Hoch wieder zurück, geht er einmal durch die ganze Range wieder zurück. Ja, dann haben wir die 440, die 420, wir haben die 360 wieder drin, wir haben die 260 wieder drin. Und dann müsst ihr mal gucken, mit wie viel Dynamik er ankommt, ob er sich dann hier nochmal von einem noch höheren Hoch wieder hochdreht. Also da kann eine 260 schon reichen. Ja, wieder nochmal hochholen, Schwung holen und dann tiefer. Oder ob er gleich durchgewunken wird bis dann zur 18,21, die auf der Unterseite hier eben noch interessant wäre. Gerade für so eine Woche, ja, schönes Tief auf dem Donnerstagnachmittag, würde auch reinpassen. Ja, und deswegen könnte ich mir fast vorstellen, wenn der wirklich das hierbei belässt, ja, und sagt, okay, Mittwoch habe ich nach oben gezeigt, Dienstag habe ich nach unten gezeigt, jetzt ist der Donnerstag dran, gehen wir wieder runter. Und er drückt von Beginn an runter, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Ganze sogar Richtung 18,21 noch getrieben wird, am Donnerstag noch. Und auch wieder zurück, ja, von dort. Ja, das wäre dann eine schöne Bewegungsmarke, um sich wieder nach oben zu beugen. Das soweit die Gedanken dazu. Ansonsten gilt wie gestern auch, ja,
habe ich gestern auch nochmal ausdrücklich erwähnt, solange der DAX in den Szenarien bleibt, die wir sehen und haben, begleiten wir ihn, und sobald er aber sich davon löst, was macht, was nicht besprochen wird oder wie auch immer sich verhält, würde ich dann speziell diese Szenarien nicht uptraden. Ja, vielleicht ergibt sich untertägig was anderes, was man nutzen kann, oder man lässt es dann halt, ne? Geht nicht darum, hier jeden Tag dabei zu sein. Das ist für ganz viele ganz, ganz, ganz wichtig, ja, weil sie immer versuchen wollen, überall dabei zu sein und ja, nichts verpassen, ja, keine Bewegung irgendwo verpassen, müssen unbedingt immer eine Position im Markt dran haben. Das ist ganz, 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 ganz schädlich für die eigene Psyche hinsichtlich der Trade-Verwaltung. Man neigt dann sehr, 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 sehr stark zu klassischen, ich sag mal, Anfängerfehlern, die man instinktgetrieben dann einfach macht. Und deswegen ist es immer gut, wenn man ein bisschen passiver am Markt ist, den kommen lässt und wartet eben, bis man schöne, höhere Wahrscheinlichkeit dann einfach auf seinem Setup hat. Dann handelt man das ab, nimmt die Punkte mit, macht das Ding zu, fertig ist der Lack und dann wird auch nicht direkt wieder der nächste Trade eröffnet, ja, sondern wird das einfach mitgenommen und auf die nächste gute Chance gewartet. Und dann macht Trading auch Spaß, weil was rumkommt und man eben nicht nur die ganze Zeit im Nervenkitzel seinen Verlustposition zuguckt. Ja, ist auch hier ganz, ganz, ganz wichtig nochmal zu erwähnen, ja, weil es eben viele dahingehend wirklich verkehrt machen. Ja, die knebeln sich die ganze Zeit in den Markt rein, sind die ganze Zeit drin und dann geht irgendwann der Kopfmatsch, dann ist man genervt, gereizt, ja, faucht vielleicht auch den Partner oder die Partnerin an, obwohl sie vielleicht gar nichts für kann, einfach nur weil der DAX sich eben nicht in die Richtung entwickelt, wie die eigene Position ist. Ja, und sowas ist alles nicht schön, das ist vermeidbar, kann man sich klemmen. Ja. Freunde, ich wünsche euch was, gutes Gelingen, viel Erfolg. Bis morgen. Tschüss.